Hallo und willkommen, liebe Tenors. Heute geht es um den Aufbau hauptsächlich unserer Lieblingsfigur oder einer sehr lieben Lieblingsfigur Garuda. Garuda Prime haben wir hier, wie man sieht, schon fertig. Aber es geht nicht um die Prime-Variante, aber von daher kennen wir uns ein bisschen aus mit ihren Fähigkeiten. Um Garuda dann zu bekommen, ja, ein Tellerum fehlt uns noch. Wollen wir hier auch zeigen. Enthalten ist die Prime-Variante. Da müssen wir hier mal auf unsere Normalen gucken. Da ist nämlich versteckt sich die Skizze Garuda. Und zwar ihre Blaupause. Dann haben wir die Sachen, die wir für den Charakterherstellung brauchen, die dann allerdings diesmal nicht ganz so einfach sind. Sagen wir es mal so. Garuda-Systeme, dazu brauchen wir Soda, Telluroid, Marquise Tüste, das heißt. Von daher ist die Einstufung hier für die Teile des Charakters Neuroptik mit Vegadroid und Sternamarast. Hier haben wir Marquisitis zum Beispiel, Solatoroid, Kaldatoroid und Strahlender Zodiam. Also das Ganze ist definitiv alles schon mal gar nicht so einfach zu bekommen. Von daher fällt jetzt meine Einstufung des Charakters für die Herstellung eigentlich ziemlich schwierig aus. Denn ich meine mal, das Ganze ist schon eine 8 auf jeden Fall, um das zu bekommen. Die einzelnen Blaupausen hingegen, die sind weniger bei deren das Problem. Und zwar nämlich die Garuda Blaupause bekommt man für den erfolgreichen abgeschlossenen Quest vom Fox Solaris. Also Fox Solaris Quest machen und dann bekommt man die. So, die Blaupausen der einzelnen Komponenten sind im Obistal erhältlich. Da zeigen wir euch noch, wo, wie, was man da so findet. Von daher, wir haben die einzelnen Blaupausen hier, ja, gefühlt wahrscheinlich 100 Mal, aber wir haben es noch nie bis hierher geschafft, es dann auch zusammenzubauen. Ja, hier zwischen hängt jetzt nur unsere Garuda Prime rum. Die haben wir ja schon durchgemeistert und unsere Garuda fehlt uns noch. Also ich bin schon sehr gespannt. Und die Fähigkeiten sind natürlich dann enorm von ihr. Das kann man nicht anders sagen. Man wird sie allerdings selten im Spiel sehen. Warum? Wieso? Weil ziemlich schwierig zu spielen, sagen wir es mal so. Gucken wir mal rein bei den Fähigkeiten. So, Garuda, da haben wir sie. Und ihre Fähigkeiten, die passive Fähigkeiten. Garuda Schaden erhöht sich vorübergehend mit jedem von ihr getöteten Gegner bis zu maximal 100%. Sie schlägt mit ihren Krallen zu, falls Nahkampfwaffe ausgerüstet ist. Genau, die Krallen sind bei ihr quasi die als Nahkampfwaffe ausgerüstet. Das heißt, sie hat dann eine Waffe mehr, nämlich ihre Krallen. Ansonsten Schreckensspiegel. Das kennt man. Ihr habt sie bestimmt schon gesehen. Sie ist euch bestimmt schon überweggelaufen. So selten ist sie ja doch nicht. Und man ist immer wieder erfreut, wenn man sie denn in ihrem, hier mit Blutaltar oder sogar im Aderlass oder suchende Klauen quasi noch viel besser dann am Ende unterwegs ist. Berühmt-berüchtigt durch ihren großen Spiegel, den sie dann da ja vor sich trägt. Und sie ist wirklich. Mit enormem Schaden kann sie durch die Gegend eilen und hetzen. Und ich bin wirklich schon erfreut, das Ganze herstellen zu können. Und nun wissen wir auch, wo es das Ganze zu bekommen. Und zwar gehen wir da mal hin. So. So, beschrieben in Obistal-Aufträgen. Wir müssen dann nach Fortuna. Und wir wollen nämlich insgesamt hier unsere komplette Liste noch vollpacken mit unseren, ja, Warframes. Wir wollen alles
testen, alle antesten und Garuda, wie gesagt, definitiv auch. Sie ist schwierig zu spielen. Wir haben es, wie gesagt, schon raus. Da war die Pry-Variante ja schon haben und besitzen. Hier bei unserem Freund Oedigo haben wir dann die Aufträge und die sind natürlich immer zeitlich dann auch im Wechsel. Die Figuren dann selber zu bekriegen ist kein Problem. Wir haben hier in den einfacheren Missionen Garuda Chassis Blaupause, zum Beispiel Garuda System und Garuda Neuroptik Blaupause. Also die Sachen sind hier schon drin. Allerdings muss man sagen, für die Herstellung, wie gesagt, braucht man dann auch ein bisschen Ruf, um, ja, um am Ende herstellen zu können. Das heißt, wir brauchen hier wiederum auch höhere Missionen für dann für diese Schuldscheine, die da überall noch als Belohnung draufstehen, um am Ende im Ruf etwas zu steigern. Das Ganze sollte aber funktionieren, wenn wir hier über den Cove sind, also die Stufe 4. Dann können wir nämlich da quasi die Pasta-Rezepte shoppen und dann bekommen wir das Ganze nämlich auch relativ gut und zügig hin. Denn gerade Marquisitist ist eine Sache, die schwierig zu bekommen ist. Dann haben wir unseren Stern Amarast, strahlender Zodiam. Das sind also alles Sachen, die können wir hier uns so nicht herstellen, sondern wirklich nur über Erze, Axidol-Legierung. Das kriegt man auch schon vorher hin. Und Travozyl-Legierung und das Blaue war Venderoligierung. So, hierzu kommen dann allerdings bei unserer Figur jetzt noch Solateroid, Kaldatoroid und Vegatoroid. Von daher kriegt sie bei mir Schwierigkeitsstufe wirklich 8. Das heißt, es ist nicht einfach herzustellen, außer man hat natürlich schon alles zufällig oder sogar schon vorher erledigt. Dann sollte das kein Problem sein. Ich hoffe, das konnte euch helfen, ein bisschen näher zu kommen an die Garuda, die hier bei diesem Charakter sind eher nicht die Blaupausen das Problem, sondern die Zubehörteile. Danke euch also fürs Zuschauen. Wer möchte, kann gerne ein Like da lassen, den Kanal abonnieren, würde ich mich sehr darüber freuen. Euer Remi.